Servus, grüßt euch und hallo, ihr lieben Zuschauer. Mal wieder Zeit für eine neue Mission Crusader. Normals. Und wir haben das letzte Mal die Mission abgeschlossen, in der wir die Zielpläne oder die Zielstädte für die orbitale Plattform. Orbitale Plattform geklaut haben. Und es scheint so, als ob wir noch einen Spion in der Basis hätten. Und deswegen holen wir uns lieber schnell unseren nächsten Auftrag. Laut der Daten, die Reeves aus dem Kimball-Gebäude aufgeschnappt hat, ist die Überwachungsplattform noch nicht vollständig unabhängig von der Bodenkontrolle. Wird es aber bald sein. Inzwischen hat jedoch Vorsitzender Dragan an New York ein Ultimatum gestellt. Entweder Einstellung aller Kontakte mit dem Widerstand und die Auslieferung der Rebellenführer in den nächsten 2 Tagen, oder die Stadt wird zerstört. Es wird angenommen, dass, unabhängig wie sich New York entscheidet, dort ein Exempel statuiert wird. Wie Petra wird New York ausgelöscht werden. Wir müssen das Konsortium davon abhalten, eine weitere Stadt auszuradieren. Das ist nur möglich, wenn sie in die Datenbank, von der die Plattform abhängt, eingeschleust werden. Sobald sie drinnen sind, erfassen sie die Koordinaten, die für das Vorhaben des Vorsitzenden Dragan berechnet wurden. Corporal Reeves wird sie dann zurückholen. Es hängt sehr viel von diesem Einsatz ab. Viel Glück. New York wird zerstört, wie Petra. Ich weiß nicht, was die gegen Petra haben. Mit einer orbitalen Ionenkanone auf Petra zu schießen. Also nein. So. Ich bin wieder auf die Musik gespannt in der Mission. Die kaum vorhanden ist. Oh, jetzt wieder Granaten. Voll die mysteriöse Mission. So, ich brauche eine rote Keycard. Gucken, was da steht. Ferngesteuerten Servomech. Oh, ich sehe da schon einen Vetron. Zerstört. Okay, ich musste da draufstellen anscheinend. Ich habe den Mech kaputt gemacht. Ist da noch einer? Was schießt da auf mich? Ich bin gerade unentschlossen, was da auf mich schießt. Ach, da oben ist ein Geschützturm. Ah, ich will die Tür nicht kaputt schießen. Auch gut. Ah, jetzt ist der Alarm eh an. Scheiß drauf. Ja, Zerstörung. Das wird bestimmt wieder... Ich kenne mindestens einen Zuschauer, dem jetzt dieser ganze Amoklauf sicherlich total gefallen wird. Mindestens einen Zuschauer. Boah, ist das cool. So, jetzt ist der auch fast tot. Das sollte ich jetzt vielleicht ein bisschen... Ah, das ist noch ein Mech, den mache ich noch schnell kalt. Ah, geht auch noch schnell. Obwohl er schon gerade da ist. So. Da muss ich mich sputen, den Alarm auszuschalten, denn sonst kommen da unendlich viele Wachen. Und da ist auch schon Alarmknopf. Wunderbar. Ja und? So. Alarm deaktivieren. Der Alarm und deaktivieren. Es ist nichts passiert. Rein gar nichts. Hab ich ein Glück. Ah. So. Naja, okay. Ist auch recht. So. Irgendwie ist die Musik wieder so absolut random, die einfach irgendwelche Töne quer von sich gibt. Okay, zumindest an der einen Stelle. Und wieso kommen da immer noch welche? Der Alarm ist doch aus. So. Da kommen wir nicht ohne weiteres erstmal hoch. Wie
ist da irgendwo was dahinter, hinter diesen Kisten? Na, vielleicht komme ich da erst wieder am Ende irgendwie hoch. Ach, Moment. Da ist ja noch was. Ha! Autsch. Stirb! Böser Zivilist. Aber ich gehe hier, glaube ich, noch nicht lang. Denn auf der anderen Seite geht es noch weiter. Großzügig Bargeld. Ich stelle mich selbst. So. Weil hier ging es nämlich weiter. So, was ist das? Okay. Yum, 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 yum. Ich glaube, sonst ist hier weiter nichts, außer ein paar gerüstete Kadaver. Ey. Nee. So. Jo. Jetzt ist da schon wieder einer. Ey, aufhören. Ich sehe, ich höre eine Kamera irgendwo. Dann können die Aufzüge benutzen. Na? Kann ich diese Kamera nicht killen da? Diese nette, fesche Kamera. Doch. Sie hat einen Alarmknopf. Ich backtracke dann lieber mal ganz kurz ein bisschen. Ich weiß, hier unten war einer. Und sogar mehrere. So. Ich will diesen Geschützturm endlich mal killen. So, so. Wollen wir da runter? Ist dort was Interessantes überhaupt? Dem scheint nicht so wirklich. Doch, eine Tür. Nur autorisiertes Personal. Kamera. Ach, Mann. Konnte ich die denn übersehen? Okay, da hinten ist ein Alarmknopf. Da muss ich aber erstmal hin. Ich renne jetzt einfach durch. Ich habe ja genug Energie und so weiter. Ach, ich hab doch genug Medpacks. So. Boah, ich bin schneller. So. Ich glaube, ich habe jetzt die rote Keycard. Die rote Keycard sogar zweimal. Aber ich brauche jetzt nicht den. Da ist ja schon wieder einer. Den Code für diesen Aufzug. Sag mal. Meine Güte. Hä? Okay. Forschungseinrichtung. Was ist denn eigentlich mein Missionsziel? Das könnte ich vielleicht auch mal kurz nachgucken, nachdem ich den hinterrücks ermeuchelt habe. Der will nicht kommen. Orbital Plattform Computer. Wieder sinnloses Rumgedrummel bei der Musik. Ja. So. Kiste ist immer gut. Hab aber schon alles. Das sehe ich auch so. 636. Ja, ist gut. Komm.
636. Ich hoffe, die Mission ist mal wieder ein bisschen länger wie die anderen letzten. 636. Ja, nächste Ebene. Oh, komm, 5 Veterans, die kill ich doch alle. Bürokomplex. Liebe ich. Ich mag nämlich diese Glaswände. Stirb doch endlich. So. Okay, Kraftfeld. Wahrscheinlich wird es durch den Computer ausgeschalten. Ja. Ist da irgendwo so ein schwuler Laser? Ah, da ist er ja. Wow. Ah, ich liebe explodierende Tische und Pflanzen. Zum Beispiel diese hier. Ach, süß. So, blaue Keycard habe ich noch nicht. Okay. Ah, was ist denn das? Da zieht mich irgendwas an. Ah, Schuss. Na, in die Luft. Oh, stirb. So. Gut, da ist noch eine blaue Keycard. Was macht denn der Schalter hier? Hm. Nicht viel. Jetzt werden wir auf die andere Seite rennen. Oh, Raketenwerfer von Munition. Immer gern gesehen, weil die ist echt arschteuer beim Wiesel. Ja, blaue Keycard, ne? Oh. So. Uah, was ist das für einer? Das ist ein neuer. Und der hat Raketen und Granatwerfer-Munition gehabt. Raketen und Granatwerfer.